Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic Let's Play. Wir waren gerade in Corines am Werkeln. Ich lade mal den Spielstand, loading, und speichere natürlich gleich auf dem zweiten Slot, falls irgendwas passiert. Wupp. Und ja, wir sind immer noch dabei, uns den Segen aller Leute hier so zu besorgen. Und als nächstes könnten wir eigentlich mal mit Torben reden. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corines, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ja, wir sind auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Und was ist, wenn wir bei einem anderen Meister anheuern wollen? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Alles klar. Du kennst dich mit Schlössern aus? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Corines genug. Vor allem in letzter Zeit. Aha, und kannst du uns beibringen, wie man Schlösser knackt? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Gritas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Vielleicht später. Vielleicht später. Das ist eine ganze Menge Schamoma, was der haben möchte. Ja, kannst du uns Dietriche verkaufen? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht nützen. Tja, ein Apfel, den nehmen wir natürlich mit. Ansonsten lassen wir die Dietriche erstmal, wir wissen ja, wo wir sie herkriegen. Du hattest also schon mal einen Lehrling? Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge, er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Und wo ist Elvridge jetzt? Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Ein Bordell. Wie lange hast du ihn eigentlich schon nicht mehr gesehen? Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Und das hast du der Miliz nicht gemeldet? Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Corines nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst, ganz genau. Okay, weißt du vielleicht noch irgendetwas über die Paladine? Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Na gut, und was weißt du über den Bauernaufstand? Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen.
Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Alles klar, so, jetzt fängt es hier auch noch an zu pissen. Da würde ich mal sagen, düsen wir lieber, hier mal fix runter. Nee, ist natürlich erstmal egal, dass es regnet. Regen ist auch, macht auch gute Stimmung eigentlich. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal den Segen der Götter, damit wir das mit Torben schon mal fertig haben. Vatras, würdest du uns eventuell segnen? Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Ja, super. Und wo finden wir einen geweihten Innos? Wo finde ich einen geweihten Innos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Okay. Dann werden wir das mal machen, aber natürlich nicht ohne vorher zu nutzen, was wir schon im Vornherein wissen. Und zwar müssen wir bei diesem Halsabschneider dort ein wenig Geld... hi Greg. Ein wenig Geld lassen. Deshalb werden wir vorher die Kasse erstmal leeren. Zeig mir deine Ware. Indem wir einfach mal so ein paar Dinge kaufen, die wir dann wieder verkaufen können. Ich dachte da an Pfeile. So, Jora, hast du vielleicht Pfeile? Zeig mir deine Ware. Ja, in der Tat. Kauf einfach mal Pfeile und Bolzen. Die kann man nämlich für den gleichen Wert wieder verkaufen. Ihr kennt den Trick schon aus Gothic 1. So. Zack. Zeig mir deine Ware. Ah, jetzt hat er keine neuen Pfeile mehr. So ein Mist. Na gut. Dann gucken wir mal hier. Zuris, was machst du so? Hast du noch irgendwas, das wir wollen? Zeig mir deine Ware. So ein paar Dinge brauchen wir ja eh. Zum Beispiel wollten wir eine Eisblock. Brauchen wir ja eh. Sollten wir uns eh kaufen. So, und können wir sonst noch irgendwie 7 Gold loswerden? Ihr werdet gleich sehen, warum das so interessant ist, noch ein wenig Gold zu verlieren. Baltram, hast du noch was zu verkaufen? Zeig mir deine Ware. So, was haben wir denn hier? 10. Na, probieren wir mal. Ich glaube, mit 6 Gold geht es auch. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht den Segen kriegen von Daron. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ja, wir müssen peinlichen, wir müssen wie viel ist denn eine übliche Spende? Wo kommst du denn her? Ja, wir wollen uns deinen Segen holen. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden. Ja, nur wir haben nicht so viel. Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ja, wie viel ist denn so eine übliche Spende? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du bist ein armer Schlucker, was? Ja, behalte das bisschen, was du hast. Ja, kriegen wir denn jetzt trotzdem den Segen? Ich meine, Ich möchte spenden. 50 Gold, aber habe nicht genug Gold dabei. Aber ich habe nicht genug Gold dabei. Das macht nichts, mein Sohn. So, haben wir denn jetzt hier den Segen von ihm bekommen oder nicht? Weil es kann gut sein, dass wir jetzt gar nicht den Segen bekommen haben, weil wir zu wenig Gold hatten. Das würde mich ja ärgern, aber es wäre nicht allzu schlimm, denn es gibt noch andere Möglichkeiten, sich segnen zu lassen, die wir eh noch wahrnehmen werden. Aber mal gucken, vielleicht gilt das ja jetzt eigentlich schon als Segen. Bin mir nicht ganz sicher. Meer gab das Land frei. Wird aber schon funktionieren. Da hinten im Hintergrund seht ihr auch schon etwas ganz Tolles, ja. Kommen wir aber später noch dazu. So, Torben. Wie sieht's aus? Wie steht's mit deiner Zustimmung? Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister?
Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Nein, noch nicht. Du kennst meine Bedingung. Nur mit dem Segen der Götter sollst du dein Handwerk verrichten. Alles klar, na dann werden wir es an anderer Stelle machen. Hätten wir jetzt mehr Gold gehabt bei Daron, dann hätte er uns einiges abgeknöpft. Ich glaube, wir hätten 9 oder 10 Gold haben sollen. 6 sind einfach zu wenig, da hätte er uns in Ruhe gelassen. So haben wir gar keinen Segen bekommen, aber nicht so schlimm. Es gibt noch andere Feuermagier als den dort. Warte mal. Quatsch mal eine Runde mit Harad. Wir suchen Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Wir sind kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Ja, und würdest du auch zustimmen, wenn wir bei einem anderen Meister anfangen wollten? Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay, also die Waffe eines Orks. Wir könnten das Ganze jetzt noch ein wenig runterreden von wegen, ja, die Waffe eines Orks, aber schon ein bisschen hart, ne? Sei mal nicht so gierig, mach mal was Faireres, dann gibt es auch... Hey, du, warte mal! Verdammt! Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Das muss eigentlich eine Verwechslung sein. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, allzu deutlich. Genau, was wollte ich gerade sagen? Ja, was wollte ich denn eigentlich gerade sagen? Ich hatte doch gerade eben etwas ausgeholt wegen eines bestimmten Themas, aber jetzt habe ich doch gerade vergessen, ihr Bewohner von Corinis. Ach ja, die Waffe eines Orks. Wir hätten das runterspielen können. Dann hätten wir weniger machen müssen, aber wir werden das mit dem Ork schon schaffen. Werdet ihr gleich sehen, wie wir das machen. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Plan. Solange schnappen wir uns einfach erstmal den Lederbeutel hier. Der hier einfach mal rumliegt und hier liegen überall auf den Dächern so Kleinigkeiten. Werden wir demnächst mal abpflücken. Aua. Ach, verdammt. Werden wir demnächst mal abpflücken. Und vorher würde ich ganz gern mal ein wenig in unsere Wehrhaftigkeit investieren. Also, es kristallisiert ja sich schon langsam heraus, dass wir scheinbar einen Kämpfer bauen werden und weniger einen Magier. Ich verbaue uns jetzt mal noch nix. Ein bisschen Geschick brauchen wir einfach mit unserem Charakter, den ich auch vorhab mit euch. Deshalb würde ich erstmal jetzt fragen, so 20 Geschick können wir uns schon machen. Bring mir was bei. Genau, und zwar Geschicklichkeit plus 5 und Geschicklichkeit plus Flümpf. Okay, so. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Jetzt können wir nämlich den Degen tragen, der schon mal 40 Schaden macht. Das ist nicht schlecht. Und wir haben sogar plus 5 auf Einhand. Das ist für den Anfang echt hart. Genau, und außerdem können wir gleich noch das Ornament abgeben. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst.
Genau, die verschwundenen Leute, das ist ja unsere Quest, um im Ring des Wassers quasi aufgenommen zu werden. Aber erstmal hier das Ornament. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Tja, wir könnten das Ornament ja für dich hinbringen. Was hältst du denn davon? Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Und was genau machst du hier am Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Na gut, was könnte man denn sonst noch machen? Was hast du eigentlich mit Vatras da zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Erzähl uns doch etwas über den Ring des Wassers. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalte die Sache für dich. Klar. Okay, wir wollen uns dem Ring übrigens anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Okay, was hast du eigentlich gemacht, um die Magier zu beeindrucken, Laris? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Ja, und wie ist das so, dem Ring anzugehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Corinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Okay. Verstehe. Gut, so, was genau machst du denn jetzt hier eigentlich am Hafen? Jetzt sag doch mal. Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Alles klar. Gut. Dann erstmal das. Und ich würde sagen, dann düsen wir erstmal nochmal zum Marktplatz und klären das mit der Ablösung. Und vor allem machen wir das mal mit diesem dreisten Dieb. Ne? Diese Quest, wo wir diesen Rengaru, hieß er, glaube ich, wo der Geld geklaut hat von dem einen Händler dort. Das können wir ja so nicht stehen lassen. Und ich denke, da werden wir jetzt auch gleich noch genug mit zu tun haben. Ich hab was anderes.